So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV-Formats. Der DAX erlebte hier einen Rückgang an den IMA 200. Das Gap wurde also noch nicht geschlossen, wie am Wochenbeginn skizziert. Darf er hier in dem Bereich schwanken, was er jetzt auch tat. Allerdings ohne eben die oberen und die unteren Kursziele für vermeintlich sehr gute Einstiege zu erreichen. Im So, hier im kurzfristigen Bereich war diese Marke hier relevant und in den Videos erwähnt. Die konnte hier auf 30-Minuten-Basis und natürlich dann auch auf Stundenbasis hier verteidigt werden. Hier gab es einen schönen Hammer oder auch Doji und der Index stieg hier dann an. Es war genau zu der Zeit, als um 16 Uhr dann der ISM-Index von Amerika veröffentlicht wurde und es waren gute Daten und hat dann den Dow Jones nach oben gezogen. Zu Gold war hier relativ volatil, prallte hier an der Kaufzone ab, an der ehemaligen Kaufzone bzw. ersten Unterstützungszone ab. Schauen wir das kurz bei diesem Setup hier an, was, wie man hier sieht, schon seit hier läuft, ein Stundenschlusskurs über dieser Marke wäre ein Kaufsignal gewesen oder hätte man so interpretieren können. Dies kam eben nicht zustande, der Kurs ist zweimal hier abgeprallt. Und nun, ja, der erste Eindruck ist, dass es hier jetzt abwärts gehen könnte nochmal. Ohne, wenn das Hoch hier nicht rausgenommen wird und auch nicht, ja, groß über den Rainbow-Indikator geht, wird hier vermutlich noch ein, zwei Tiefs folgen. Also Vorsicht. Hier, was heute noch vorgestellt worden ist, hier ist das Kauflimit ausgeführt worden bei der Pro7. Ist es jetzt schön, die Unterkante hat hier schön gehalten und könnte dann nach oben gehen. Kommen wir hier zu den Forex-Setups. Da wurden jeweils die Bilder zuerst nicht mitgenommen. Hier ist es eine enge Kiste. Habe ich auch hier so geschrieben, dass hier relativ früh noch, der Einstieg wahrscheinlich relativ früh ist, dass es hier noch auskorrigieren kann. Dass es jetzt so tief ging, ist jetzt nicht groß verwunderlich, ja, aber ich meine, bei antizyklischen Setups muss man halt irgendwo einen Stopp setzen. Hier ist er glücklicherweise noch aktiv und die Kerzen geben eben Hoffnung, dass es tief auch hält. So, beim anderen Setup ist es auch eine enge Kiste. Da wurde ein Stopp hier oben gesetzt, dann nach unten gelegt und zwischenzeitlich lag mal ein Plus. Und ja, hier wird weiter auf eine Zwischenkorrektur gesetzt. Ob es dann weiter nach unten geht, ist eben hier noch fraglich. Allerdings, auch hier gibt jetzt die Kerzenkonstellation mehr als eine Hoffnung, dass es jetzt hier fällt. Im späten oder im Nachthandel auch schon. Das waren heute die wichtigen Setups, die hier begleitet wurden. Das alte Setup Pfund gegen japanischen Yen, ja, wurde hier das Short Limit denkbar knapp. Das lag hier weiter tiefer, weil es hier nach unten gelegt wurde. Aber auch das wurde nicht erreicht. Und kann man nur sagen, ja, sehr schade. Das Kursziel hier in dem Bereich. Exakt, sage ich mal, getroffen.
Dann gab es sogar nochmal weitere Kursverluste. Daimler hat hier das Kursziel erreicht, aber das ist ja schon bekannt. Die Trillisch bleibt hier nur im Rainbow stehen, der Stopp ist nachgezogen. Verbio ist hier leider, oder? War doch im Tagesverlauf deutlich unter die Räder gekommen. Nein, auf Schlusskursbasis hält der Stopp noch. Dann kann man hier mit der Umkehrkerze, die Umsätze sagen, dass hier ein kleiner Ausverkauf stattgefunden hat. Dann könnte hier jetzt diese Korrekturbewegung zu Ende sein und es von diesem Level dann eben nach oben geht. Dann eben auch nur bis 6,80 € etwa. Aber das ist jetzt hier auch enge Kiste. Einmal Glück, zweimal Glück, einmal Pech. Irgendwo gleicht sich das dann immer wieder aus. Das wurde hier ignoriert. Im Hochwären wäre schon fast 1 Euro, ein Euro, ein R verdient, wo wäre verdient gewesen. Hier hat jetzt den Umweg gemacht. Ja, war ich ja dann. Hier war ich sehr optimistisch. Dann war hier eine unschöne Kerze. Die nächste war auch unschön. Hier kam wieder Käufer rein. Dann hat jetzt vielleicht hier nur der Tschinko Solar dieses getätigt. Bisschen nach oben ausgebrochen. Mehr Käufer reingelockt. Das Volumen hat hier in etwa gestimmt. Und nun ein weiteres höheres Tief ausgebildet und von dort aus darf das nun starten. Das bleibt interessant. Die Biotest nähert sich hier weiter an und eine Twitter, schauen wir da drauf, gab es einen Pullback, einen bullischen, an das Ausbruchsniveau, sogar wahrscheinlich wieder tatsächlich punktgenau hier unten hin. Und ja, die Kerze spricht jetzt auch für weiter steigende Kurse. Danke, das war's. Morgen sehen wir uns bzw. hören wir uns dann wieder. Noch einen schönen Abend allen Zuhörern.